Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video. Und ihr wisst es vielleicht, ich habe jetzt 3 Tage, glaube ich, gar kein Video gebracht. Das lag einfach daran, dass ich viel zu tun hatte. Dies, das, Ananas. Und jetzt möchte ich aber wieder mehr Videos machen. Und dazu eignen sich natürlich die Weekend League Belohnungen ganz gut. Ich habe in der letzten Woche Gold 3 erreicht. Das ist jetzt nicht so nice, ich weiß es. Aber ich habe auch das meiste Sonntagabends gespielt. Ja, ich will jetzt keine Ausreden suchen. Es wäre natürlich zeitlich gesehen alles möglich gewesen. Aber ich habe halt leider nur Gold 3 erreicht. 2 Mega Sets, ein seltenes Spielerset plus 30.000 Münzen. Ich denke mal, das kann man mitnehmen und somit sind wir halt auch dann automatisch qualifiziert. Das war mir halt auch wichtig. Deswegen habe ich versucht, dass ich dann nochmal Gold 3 erreichen kann. Und ja, Leute, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr für einen Rang erreicht habt und wen ihr gezogen habt in eurem Pack. Und falls ihr auch wieder mehr Videos mit Facecam haben wollt, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Und wir öffnen jetzt mal einfach so ein 5K-Set. Das habe ich noch hier so im Start gehabt. Mal schauen, vielleicht ziehen wir ja im 5K-Set war es ja okay. Was habe ich eigentlich für komische Gedanken, ey? Was habe ich für Wahnvorstellungen, dass ich denke, dass wir in einem 5K-Set was ziehen? Mama mia, ey. Das ist schon wieder... Da merkt man wieder, dass ich jetzt ein paar Tage kein FIFA mehr gespielt habe. Nächstes 5K-Set und wir hoffen auf einen Walkout. Ja, immerhin selten. Das könnte so ein Jesus sein. Ja, es ist kein Jesus, sondern ein Hurtado. Ja, okay, Leute, ich würde sagen, erstes 35K-Set. Wir gehen da mal rein und hoffen jetzt tatsächlich auf einen Leinwandspieler. Und es ist ein Leinwandspieler. Jawohl, come on. Come on, come on, come on. Das kann was Gutes sein. Frankreich, Stürmer. Oh, Mbappé. Alter. 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 Ich check's gerade nicht. Ich habe es gerade überhaupt nicht gecheckt. Ich dachte, das ist schlecht, weil es nicht lange geladen hat und somit kein Walkout ist, aber Mbappé ist ja vollkommen krass. Alter, den spiele ich sowieso. Das heißt, ich kann den als Erstbesitzer in mein Team packen, ne? Oh mein Gott, Alter, wie nice, Leute, wie nice. Alter, wir haben einfach Mbappé gezogen. Schauen wir einfach mal nach, was der gute Mann noch kostet. Ja, moin, der kostet noch so stabile 70.000 Münzen, 65.000. Boah, I'll take that, würde ich mal sagen. Sehr, sehr geil. Das heißt, wir können den halt wirklich auch in die aktive Mannschaft packen. Dann haben wir einen Erstbesitzer Mbappé im Team und den anderen verkaufen wir. Jawohl, Leute, somit hat sich die Weekend League an sich schon gelohnt. Ein Spieler, der 65k wert ist, Mbappé im ersten Pack, das kann man, würde ich sagen, mal mitnehmen. Ich bin schon mal sehr zufrieden. Wir gehen rein ins zweite Pack, come on. Vielleicht wird es wieder ein Leinwandspieler. Komm. Ja, es ist wieder ein Leinwandspieler. Komm, 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 komm. Ah, okay. Okay, okay, das ist Sommer. Nee, Birki. Okay, ja, 84er kann man nehmen, muss man aber nicht, würde ich mal sagen. Ja, Mbappé war da schon deutlich krasser und sonst haben wir vielleicht noch irgendwas drinnen, so ein 83er noch dahinter. Wir haben Birki und dann noch Player. Ja, Birki ist nicht wirklich viel wert, aber man kann ihn mitnehmen. Natürlich, 84er kosten immer wieder was, deswegen auf jeden Fall kein schlechtes Pack. Wir haben 2 Leinwandspieler gezogen in 2 Packs. Ich will mich jetzt echt nicht beschweren. Ja, Leute, wir gehen jetzt auch schon rein ins letzte Pack, ins 50k Pack. Komm mal. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe auf eine weitere Leinwandkarte. Komm. Oh mein Gott, Alter. 3 Leinwandspieler in den Gold 3 Belohnungen. Das ist richtig gut. Boah. Alter. Mich hat es gerade richtig gerissen. Mich hat es gerade richtig gerissen. Es ist nur Biglia. Alter, bei Argentinien kannst du so geile Karten ziehen. Agüero, Higuain, Dybala. Du kannst Di Maria ziehen. Eben Lionel Messi auch. Boah, das ist schade. Das ist echt schade, weil Argentinien, das kann krank werden. Argentinische Spieler, da gibt es echt viele, die was wert sind. Also ihr wisst eh, was ich meine. Biglia, Carvalho, Tadic und Falk, wir haben wir noch in dem Pack. Also es ist in Ordnung, ich nehme das mal so mit. Also Leute, wir hatten echt kein schlechtes Packlack. Wir hatten einen Mbappé drinnen, ja, der 65.000 Münzen wert ist. Und dazu noch 2 weitere Leinwandspieler. Also wir gehen da locker mit... ja, 80.000, 90.000 Münzen raus, wenn wir alle Spieler verkaufen. Und von dem her ist es eine sehr, sehr gelungene Weekend League gewesen im Endeffekt. Beziehungsweise, das waren gelungene Weekend League Belohnungen. Und ja, Freunde, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Soll ich öfter wieder die Facecam bringen? Ich bin halt immer so ein bisschen müde, wenn ich aufnehme. Deswegen mache ich meistens dann doch ohne Facecam. Aber mit Facecam wäre es natürlich an sich dennoch sehr, sehr viel besser, finde ich. Denn dann ist es halt auch unterhaltsamer. Ihr könnt ein bisschen schauen, was tut der eigentlich, wenn der redet. Und ja... alles klar. Gut, Leute, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.